Guten Morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir grüßen euch wieder aus der Südeifel. Gleich nach dem Frühstück ging es für uns los. Wir laufen heute ein Stück des Römerpfades. Ich bin sehr gespannt. Wir haben uns gestern schon ein paar Fotos und Videos angeschaut. Die Landschaft sah echt spektakulär aus. Wir nehmen euch gerne mit. Los geht's. Zu Beginn des 4. Jahrhunderts wurde der heilige Athanasius von Ägypten nach Trier verbannt. Er brachte Kunde von einem anderen Heiligen mit, der sein ewiges Heil in einer völlig abgeschiedenen Lebensweise suchte. Es war der heilige Antonius. Diese Lehre fand hier im Trierer Raum großen Anklang und viele Nachahmer. Und solche Eremitagen, auch Klausen genannt, finden sich hier häufig. Man sieht hier noch alte Ausbuchtungen, wo Balken angebracht waren. Man kann sich also vorstellen, dass da oben eine Decke eingezogen war. Es gab eine Andachtsnische, vielleicht eine Schlafgelegenheit. Ja, so hat man hier gelebt. Hier an der Westseite findet man primitive, an Totenmasken erinnernde Gesichter in die Felswand eingehauen. Sie dienten exorzistischen Zwecken. Böse Geister sollten ferngehalten werden. Thank you.
Also wir sind gerade da, mitten aus dem Wald gekommen. Irgendwie möchte Komoot uns dieses Wochenende nicht so leiten, wie wir das gerne hätten. Irgendwie in der Südeifel sind die Wege gefühlt immer 3 Meter daneben oder biegen irgendwie falsch ab. Also Komoot, Vertrauen hier wirklich schwierig. Naja, wir haben zurückgefunden und wir hoffen, dass wir jetzt mal auf dem Weg bleiben. Ja, Freunde, da unten sieht man die Butzerbacher Wasserfälle. Eigentlich geht der Weg da unten lang. Leider ist er aber wegen einem Erdrutsch und wegen umgefallener Bäume gesperrt. So müssen wir leider außen rumlaufen. Naja, macht nichts. Von oben sehen wir sie auch. Können wir nur nicht so gut im Video festhalten. Naja, wir gehen weiter. Jetzt haben wir also doch noch einen Teil des Weges an den Butzerbacher Wasserfällen entlang mitgenommen, um euch das hier zu zeigen. Wirklich herrlich, oder? Weil wir in den letzten Tagen nicht genug davon hatten, wollen wir noch mal ein paar. Stopp. Ihr Lieben, ein weiterer schöner Tag hier in der Südeifel neigt sich wieder dem Ende zu. Es war wirklich ein wunderschöner Tag im Wald. Wir hatten viel Spaß mit der Besichtigung der Klausenhöhle, der Burgruine Rammstein und dann doch noch mit einem Teil des Weges an den Butzerbacher Wasserfällen entlang. Kleiner Zungenbrecher. Ja, wirklich kleiner Zungenbrecher. Also ich hatte einen super schönen Tag. Ich kann mich dessen nur anschließen. Und deswegen sagen wir nur noch... Grüße gehen raus!